Outfit-Check und was ziehe ich zu einer Veranstaltung oder zu einem besonderen Termin an? Hallo ihr Lieben, hier ist eure Walburga von der schönen Heldin. Ja, und jetzt wurde ich so oft gefragt, was ist denn schöne Heldinnen-Methode und was macht die denn überhaupt? So, und das will ich euch heute natürlich, wir haben das sogar ein bisschen aufgeschrieben, die Katharina und ich, um euch natürlich auch mal zu sagen, was so hinter den Kulissen von der schönen Heldin ist. Denn die schöne Heldin, die ist so viel mehr für dich, ne? Denn wir sind deine Partnerin für deine Stil- und Selbstbewusstseinsreise. Seit 35 Jahren helfe ich Frauen, ihre innere und äußere Schönheit nicht nur zu entdecken, sondern halt eben auch dann zu entfalten. Und das mache ich natürlich mit meiner einzigartigen schönen Heldin, schöne Heldinnen-Methode. Und zwar natürlich für euch auch online, da ihr ja auch oft von ganz, ganz, ganz weit herkommt. Und unsere Mission bei der schönen Heldin, die ist ja vielleicht auch so ganz wichtig, zumindest für uns, ne, ist dich einfach großartig zu machen, damit du dich wieder schön fühlst, damit du dich auch wieder weiblich fühlst, auch jenseits der 50, auch mit ein bisschen Bauch oder Popo oder Hüfte. Wir sind ja natürlich alles gestandene Frauen. So, und wir bei der schönen Heldin begleiten ja jeden Tag gestandene Unternehmerinnen, Führungskräfte, die ihr neues Selbstbewusstsein und ihr neues charismatisches Ich einfach auch nicht nur entdecken wollen, sondern auch leben wollen. Und egal, ob du jetzt deinen Kleiderschrank mal auf Vordermann bringen möchtest und optimieren willst oder halt eben endlich mal deinen Farbtyp in Angriff nehmen möchtest, also deinen neuen Stil auch mal ein bisschen aufpeppen und aufarbeiten, denn der Stil mit 20 ist ein anderer wie mit 40 oder wieder ein anderer natürlich auch mit 50. Oder du möchtest, ich werde ja ganz oft gefragt, auch mal so eine wunderbare Kleiderkapsel aufbauen, so wie ihr das immer wieder in meinen Videos auch seht. Und da ist es natürlich einfach unser Ziel, ne, mit der unserer maßgeschneiderten Online-Beratung, die wir für dich über viele Jahre jetzt auch erarbeitet haben, immer wieder verfeinert haben, sodass du von jedem Fleck, egal wo du bist, diese Beratung natürlich auch machen kannst und die natürlich auch perfekt zu dir und deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen, die du hast und deinen Zielen natürlich auch hast. Und wenn du das eine oder das andere endlich mal in Angriff nehmen möchtest, dann ist es jetzt einfach auch Zeit, dich anzumelden und einfach mal zu sagen, okay, ich treffe heute eine Entscheidung und ich tue es. So, und wenn du natürlich deine maßgeschneiderte Lösung für dich ganz persönlich haben möchtest, dann melde dich jetzt für ein 30-minütiges Image-Coaching-Gespräch hier an und wir starten gemeinsam, du und ich und mein Team, deine Reise zu deinem neuen Ich. Also jetzt hoffe ich, habe ich euch ein bisschen erzählt, wofür die schöne Heldin steht, was die schöne Heldin im Hintergrund so alles macht. Und wir haben natürlich heute euch auch zwar nicht so viel mitgebracht, aber natürlich auch wieder, was ziehe ich an für einen Termin, für einen Anlass. Und das ist auch immer wieder die Frage, kann ich so gehen? Ist das zu overdressed? Ist es zu underdressed? Und es ist halt eben ganz wichtig, jetzt sage ich euch ja schon seit Jahren, man braucht so ein Wow-Outfit, so ein Wow-Kleid oder Anzug oder wie auch immer, den ich halt eben für so besondere Fälle auch anziehen kann. So, ich habe euch hier mal ein paar wirklich schöne Sachen rausgesucht, die ihr natürlich immer wieder anziehen könnt und auch immer wieder kombinieren könnt. Das ist eine schöne, wertige, bisschen edle Strickjacke, die ihr natürlich als Bläserersatz auch mal auf ein kleines schwarzes oder auf ein kleines blaues Kleidchen anziehen könnt, um das ein bisschen aufzupeppen. Oder aber ihr habt ein schönes, kleines, passendes Top darunter, macht eine schöne wollweiße Hose dazu, eine schöne schwarze, eine edle, dunkelblaue und dann habt ihr auch ein schönes Outfit für halt eben so eine besondere Gelegenheit. Oder wäre es halt eben einfach noch ein bisschen ausgefallener und ein bisschen, auffälliger haben möchte, der kann natürlich diese wunderschöne Palazzo-Hose dazu nehmen. Die hat natürlich dann auch einen Hingucker und dann lasst ihr obendrauf die Teile halt eben auch schlicht. Ich finde auch sehr, sehr schön, halt eben dann nochmal ein wollweißes Top dazu zu haben. Ihr seht, das würde jetzt auch unter den schönen wollweißen Anzug passen. Auch das ist so ein edles Must-Have, was natürlich wunderbar in die meisten Kleiderschränke passt, weil es halt eben für den besonderen Anlass halt eben auch ein besonderes Teil ist. So, ihr könnt natürlich auch die
kleine Jacke dazu nehmen. Für die, die halt eben auch eher noch ein bisschen angezogener sein wollen, gibt es natürlich aus unserem Glam-Programm diese hervorragende, schöne Chanel-Jacke. Die ist natürlich edel. Die geht natürlich auch wieder als Kombination zu einem schwarzen Top und einer schwarzen Hose, zu einem blauen Top und einer blauen Hose. Also von daher könnt ihr das immer wieder auch umkombinieren und habt dann einen Eyecatcher, wenn man halt eben nur ein Teil sich zulegen möchte. Und alternativ habe ich natürlich auch dann wieder das Wow-Kleid für euch. So, mal gucken, ob ihr das so schön sehen könnt. Das ist natürlich ein sehr, sehr edles, gestricktes Kleid mit dem schönen Kragen. Da habt ihr natürlich auch einen Hingucker. Denn derjenige, der euch anschaut, schaut natürlich hier auf die schöne Halspartie. Und das könnt ihr zum Waschen selbstverständlich abmachen, weil wenn mal ein bisschen Make-up drin ist, muss man ja natürlich dann auch mal das Krägelchen abmachen. Und auch da passt exakt wieder die Strickjacke dazu. Dann habt ihr ein schönes Etui-Kleid mit Jacke, also ganz edel, und macht das Krägelchen wieder oben drüber. Oder aber auch wieder diese schöne kleine Jacke, die ihr wunderbar dazu tragen könnt. Ich mache es mal so. Und das ist wirklich auch für den warmen Farbtyp natürlich ein Hinguckerteil. So, und wenn das zu euch passt, das ist ja das, was ich euch eben gesagt habe, wenn das in euren Stil passt, wenn das zu eurem Typ passt, ne, dann ist das natürlich auch eine Investition, die man tätigen kann. Wenn ich nicht weiß, ob es mir steht, wird es natürlich einfach ein bisschen schwieriger, weil davon habt ihr schon so viel im Kleiderschrank. Das braucht ihr nicht. Also wenn ein Teil, dann ein richtiges Wow-Teil. Und dafür muss man natürlich ganz klar seine Farben kennen. Na, und das ist auch so ein wichtiger Aspekt in unserer Beratung, na, dass ja über 90% oder 95% all meiner Kunden natürlich Farbberater sind. Und für die ist das ganz einfach halt eben einzukaufen. Und dann habe ich natürlich dann auch für den kühlen Farbtyp, wenn man diese Hose mag, ja, auch mal einfach nur eine schlichte kleine Weste, die ihr tragen könnt mit einem schönen Ausschnitt. Und auch da seid ihr super gut mit gekleidet. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, ich sage jetzt mal einfach im Camilla Croix Bonn zu einem großen Event oder einfach zu einer tollen Abendeinladung, After-Work-Party, dann ist sowas, weil es da ist immer warm, ne, natürlich auch, weil wenn ihr kein Jäckchen unbedingt tragen wollt. Aber es gibt natürlich immer auch ein kleines Jäckchen dann nochmal dazu. Wenn man das natürlich ausziehen möchte, muss man es an die Garderobe bringen, wenn es dann warm ist, man will nur so gehen. Aber ansonsten ist es natürlich auch mit Jacke sehr, sehr schön und sehr angezogen. Und das schöne Kleidchen gibt es natürlich auch in dem Farbton. Und es ist wirklich ein exzellenter Farbton für den kalten Wintertyp, ne, der dann halt eben auch einfach seinen Auftritt hat mit so einem sehr, sehr schönen Kleid. Also, das sind zum Beispiel jetzt so ein paar Teile, womit ihr halt eben auch einen ganz besonders schönen, wertigen Anlass, Geburtstag oder wie auch immer macht. Wenn man einen schlichten, schönen, cleanen Anzug hat, geht das natürlich immer auch. Ich kann natürlich auch in einen kleinen Ticken sportlicher machen. Mich hat die Tage eine Brautmutter gefragt, warum wollen Sie denn wissen, wo die Hochzeit ist? Ja, damit ich das Outfit der Mama natürlich anpassen kann, auch damit ich das Outfit auch auf die Lokalität anpassen kann. Weil ich habe dann gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob ich beim Italiener heirate, ob ich im Schlosshotel heirate oder vielleicht zünftig im Dorfhaus feiere. Also von daher passe ich da auch das Outfit dann so an. Und wenn ich das hier jetzt nicht mit dem Seidentop trage oder mit einem T-Shirt, kann ich natürlich auch so einen, ja, muss man das Mikro aufpassen, kann ich natürlich einfach auf so ein pfiffiges, kleines, blau-weiß gestreiftes T-Shirt drunter anziehen. Dann ist es halt eben auch mal ein bisschen mehr bürotauglich noch. Und dieser neue Ton heißt Sahne und ist ein bisschen mehr als so Wollweiß-Champagner. Also ich finde Sahne einfach mal ein schöner Ton und der passt auch dazu. Und wenn es jetzt natürlich auch im Herbst ein bisschen kühler wird, dann kann man immer noch mal den schönen, ich mache das übers Mikrofon, so, dann kann ich noch mal dieses mega schöne, coole Mäntelchen anziehen. Und ich werde ja immer wieder gefragt, hast du nicht mal so einen kleinen Übergangsmantel, den ich zu allem dazu kombinieren kann, auf den Anzug, auf das Kleid. Und ihr glaubt, ich könnt sehen, wie lang der Mantel ist, sieht man das? Ja, dass ihr den auch zu einem kurzen Rock anziehen könnt und das ist, ich würde mal sagen, einfach so, der ideale Mantel ist nicht zu dick, nicht zu dünn, hält aber auch den Wind ab. Also von daher ein richtig, richtig gutes Kleid. Den könnt ihr natürlich auch sofort schon in meinem Onlineshop www.shopschöneheldin.de
Ne? Katharina hat euch das alles eingeblendet. Könnt ihr den natürlich auch sofort kaufen. Er ist einfach klasse. Und man kann den auch mal im Auto liegen lassen. Der knittert auch nicht. Den könnt ihr einfach hinlegen. Ne? Und ich lege ihn jetzt auch einfach mal dahin. Und will euch natürlich auch noch ein bisschen daran erinnern, dass wir ja noch unsere Laptop-Tasche haben. Unser Gewinnspiel geht ja noch bis Ende des Monats. Und es gibt zwei tolle Laptop-Taschen zu gewinnen. Kosten 59,90 €, also auch ein sehr, sehr schönes Geschenk. So, nämlich für die, die sich bei unserem Newsletter anmelden. Wenn du schon angemeldet bist, brauchst du nur unser Video zu kombinieren. Und die, die am meisten kommentiert haben oder die unter jedem Video kommentiert haben, es waren ja schon ganz, ganz viele. Gestern hatten wir Online-Video und da waren auch, ich weiß nicht, Katharina, da wissen wir schon die Zahl, knapp 1500, die halt eben zugeschaut haben. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Und ihr habt wieder tolle Schnapper gemacht. Und ich freue mich natürlich dann, wenn ich dann Ende des Monats auch diese zwei tollen Hüllen verlosen kann. Also kommentiert einfach mein Video und meldet euch auf. Oder meine Videos, das kann letzte Woche sein, diese Woche sein. Also jetzt im ganzen Juli. Und ich freue mich natürlich wieder auf eure Kommentare, die ich alle selbst auch beantworte. Und vertage mich einfach bis nächste Woche, weil morgen ist wieder Anreise von Kundinnen und dann wird am Montag wieder auch wieder ganz toller Termin hier gemacht für die Frauen, die halt eben, ich werde ja immer gefragt, warum fahren die Frauen so weit für euch? Ja, weil es einfach einzigartig ist, hier Pretty Woman zu sein. Und ich habe viele, die sagen, ich bin am Sparen für die neue Kollektion und dann komme ich und dann habe ich so richtig so einen schönen Mädchentag. Ich bin dann nur für euch da und das ist einfach auch einmalig und deswegen freue ich mich jetzt auf unsere Anreise am morgigen Tag. Und ich wünsche euch natürlich jetzt mal ein sonniges, schönes Wochenende und habt Spaß. Genießt draußen unter Umständen ein Gläschen Wein, Bierchen oder Säckchen. Und bis nächste Woche wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Eure Walburga von der Schönheldin.